Hallo meine lieben Schweißtechnikfreunde, willkommen im HDB Schweißshop. Ich habe mir schon immer einen Bereich gewünscht, wo ich mein Training absolvieren kann, wo ich etwas für meine Fitness tun kann. Dazu hatte ich eine Idee, jetzt kriegt ihr einen kleinen Vorgeschmack, was ich da gebaut habe und dann erkläre ich euch, wie das entstanden ist. So, jetzt habt ihr schon das fertige Produkt gesehen, aber der Weg war dazu doch recht kurz und einfach, aber trotzdem würde ich euch gerne zur der Entstehung was erzählen und zeigen, wie ich das gemacht habe, damit du das eventuell für dich nachbauen kannst. Und wie gesagt, es ist ein sehr günstiges Projekt. Der erste Punkt war Idee Entstehung. Ich habe nach einer Outdoor-Trainingsanlage geschaut im Netz, die sind nicht günstig, da gibt es Systeme, die gehen ab 5.000 aufwärts hoch und das endet dann auch gerne mal bei 20.000. Das war natürlich keine Option, also war die Idee ganz schnell da. Ich musste es selber bauen, also musste ich mir im Vorfeld Gedanken machen, was will ich überhaupt auf diesem Trainingsplatz machen können. Klimmzüge, dann diese Treppe, um sich drüber zu hangeln, Bauch zu trainieren, um die Ringe aufzuhängen. All die Sachen habe ich natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht, was ich dort machen möchte und hat mir einen groben Plan gezeichnet, also wirklich ganz grob schnell ein paar Bereiche, grobe Maße von der Länge, wo ich mich bewegen will. Ja, ich habe einfach einen Zollstock genommen, mich daneben gestellt und geguckt, ja, so könnte das klappen und dann habe ich eigentlich direkt schon losgelegt. Ja. Zum Punkt Kosten, Material und Werkzeuge kommen wir gleich. Ich möchte im Vorfeld einfach sagen, das sieht jetzt, wo es fertig ist, eigentlich ziemlich gut aus. Ich finde, das sieht auch schon recht professionell aus. Du musst dir vor so einem Projekt keine Sorgen machen, das kann jeder nachbauen. Wirklich jeder, der ein Schweißgerät hat und gerade mal zwei Stahlrohre zusammenschweißen kann, kann das nachbauen. Weil ich hier mir von vornherein gesagt habe, ich möchte, dass das Ganze schon beweglich bleibt. Ich möchte es nicht einbetonieren. Also ist das Grundgerüst quasi in sich geschlossen, es ist ein Skelett. Ja. Ich will es in den Boden nicht einbetonieren, aber es muss schon von sich aus stabil sein. Das heißt, die Konstruktion musste da schon stabil genug sein und nicht hin und her wackeln. Deswegen habe ich da Verstärkungsrohre, Bereiche, Ecken eingebaut und habe gleichzeitig darüber nachgedacht, ich brauche noch diese Spannseile. Die kenne ich zum Beispiel aus dem Turnen, ja, wenn man in der Halle ist und das sind so professionelle Turnanlagen, da siehst du auch, dass die gespannt sind, bringt natürlich enorme Stabilität in das Ganze. Ich habe mir für dieses Projekt Rohre besorgt, Stahlrohre, das ist ein Konstruktionsrohr, verschweißt, nichts Besonderes kriegst du überall. In dem Außendurchmesser 33,7, also wenn ich jetzt nachmesse, haben die in der Regel
mit der Zunderschicht 34 mm Außendurchmesser gehabt und eine Wandung von 3,5 mm. Ich wollte, dass das Ganze recht stabil ist, dass sich das nicht leicht durchwiegt. So, dann habe ich angefangen, meinen ersten Tunnel, also meinen ersten Bereich zu bauen, wo auch diese Treppe oben ist, wo ich mich so rüberhangeln kann. Das war der wichtigste Part für mich. Ich wusste, wenn ich das stehen habe, kann ich das andere anbauen. Die Länge hat sich auch eigentlich sofort schon erübrigt, weil ich die Rohre in der Länge 3 Meter bekommen habe. Also war klar, der Haupttunnel wird 3 Meter lang, 1,50 Meter breit und 2,50 Meter hoch. Plus ich habe noch so eine abfallende Geschichte mit reingebaut, um den Schwierigkeitslevel zu erhöhen, wenn ich irgendwann gut bin, dass ich das von der anderen Seite quasi rückwärts laufe und dann mich quasi nicht nur einfach rüberhangeln, sondern dass ich mich sogar hochhangeln muss. Also ist das Ganze jetzt 4 Meter lang geworden, der Haupttunnel. So, da habe ich mir auch an die Seite direkt überlegt, da mache ich noch eine Treppe bzw. eine Leiter an die Seite, wo ich dann solche Sachen festmachen kann, um Bauch zu trainieren oder um zum Beispiel Dips zu machen. Sieht man hier auch schön, habe ich später problemlos angebracht. Wo ich dieses Tool her habe, werde ich euch auch noch erklären. Und dann ging es eigentlich ans Schweißen an sich. Es ist wirklich nicht kompliziert. Das kann jeder nachbauen. Ja? Wenn du zwei Metallstücke miteinander ordentlich verschweißen kannst, kannst du das Ding bauen. Ja? Du musst hier in dem Fall nichts einbetonieren. Ist natürlich auch eine Option. Ja? Du haust dir ein paar Pfosten rein, die betonierst du ein, die sind dann bombenfest und dann kannst du dir oben Verschraubungen machen. Ja? Dann kannst du dir quasi diese ganzen Rundrohre, womit du arbeitest, anschrauben. Oder es gibt noch eine einfache Möglichkeit, wenn du nicht schweißen willst, du kannst dir solche Rohrverbinder bei eBay besorgen. Gibt es extra für diese Material, für diese Außendurchmesser. Das Problem ist, das explodiert dann von den Kosten her wieder. Jeder von diesen Verbindern kostet Geld und du brauchst nachher 100 Stück unterschiedliche Versionen. Dann sprengt das schnell den Rahmen. Nochmal kurz zum Material. Diese Rohre habe ich bekommen und dafür habe ich ca. 250 Euro investiert. Ja, dann hatte ich genug Rohre, um das Ding da zu bauen. Und wir halten nochmal fest, der ganze Kubus hat eine Länge von 4 Meter, hat eine Breite von 3 Meter, hat eine Höhe, Standardhöhe 2,50 Meter und in dem Bereich, wo ich die Ringe aufgehangen habe, über 3 Meter. Jetzt kommt der Punkt, wenn ihr so einen Plan haben möchtet, werde ich das Ding nochmal genau abmessen und werde einen Plan zur Verfügung stellen, natürlich kostenlos. Ja? Das heißt, wenn dich sowas interessiert, schreib das unten ins Kommentar hinein. Ich gucke, wie das Ganze ankommt, wie interessant das für euch ist und dann mache ich den Plan dazu fertig. So, wir haben das ganze Ding miteinander verschweißt. Die kniffligste Stelle ist natürlich dieses Ausklinken, aber das hatte ich schon mal in einem Video gezeigt. Wenn du quasi das Rohr nimmst, ja, und ich habe ja da keine komischen Verbindungen. Ich habe in der Regel eigentlich so ein Rohr und dann kommt ein Rohr hier an. Ja, damit das hier bündig anliegt, ohne Luftspalt, funktioniert es eigentlich ganz easy. Du brauchst keine speziellen Werkzeuge. Du nimmst deinen Winkelschleifer, cuttest hier einmal rein, drehst das Ganze um 180 Grad und cuttest hier einmal rein. Ganz easy, 45 Grad. Und dann siehst du schon diese zwei Nasen. Dann hältst du das an das andere Rohr dran, boom, passt es fast hundertprozentig. Das hast du schnell raus. Wenn du es zweimal probiert hast, dann passt das schon. So, wie gesagt, das Ganze abgeheftet, nachher geschaut, dass das alles passt, dass es ausgerichtet ist, dass es gerade ist und dann habe ich das Ganze natürlich verschweißt. Und dadurch hat das eine gewisse Stabilität bekommen und dann habe ich gemerkt, an manchen Ecken, es ist mir noch zu wackelig, es bewegt sich noch zu stark, also habe ich da an manchen Ecken nochmal Verstärkungen angeschweißt, dadurch wurde er stabiler und jetzt kommt der Punkt mit den Seilen, also die Seile, diese vier Seile an den Ecken habe ich auch unbedingt gebraucht, ist wie bei einem Zelt, ja, spannst du richtig, dann bewegt sich da gar nichts mehr, bombfest, es steht einfach auf dem Boden, es ist nicht einbetoniert, es ist nicht verankert, es ist quasi durch diese Spannseile fest, es wackelt nicht, es ist stabil. So. Dann habe ich das, bevor ich das aufgebaut habe, natürlich lackiert. Das haben wir nicht aufgenommen. Ich habe einfach eine Farbe genommen, die schon einen Rostschutz beinhaltet. Habe das Ganze komplett eingenebelt an den wichtigen Stellen, dass mir das Ganze einfach nicht wegrostet, weil das ist ja unlegierter Stahl. Ja, das würde draußen sofort anfangen zu rosten. Und ja, und dann habe ich das halt wieder auf den Boden abgesenkt. So, ich habe schon fast alles gemacht an dieser Konstruktion. Was ich mir gewünscht habe, wie gesagt, Klimmzüge, rüberhangeln, aber solche Dinge wie den Bauchtrainer, da gibt es schon sehr günstige, fertige Sachen, so wie den Boxsack. Habe ich mir alles bei Amazon bestellt und da für das ganze Zubehör
um Dips zu machen und gleichzeitig Bauch zu trainieren, hat das Ganze nur 39 Euro gekostet. Ich glaube von Gorilla Bear auf Amazon. Gibst du einfach ein, findest du schon. Dann habe ich mir noch einen Boxsack geholt. Das Ding hat auch nur 30 Euro gekostet, reicht absolut aus. Dann habe ich mir noch die Ringe geholt, die verstellbar sind. Das ist eine super praktische Sache. Die Ringe haben, glaube ich, nur 25 Euro gekostet. Das heißt, du kannst sie auch in die Höhe verstellen. Das heißt, wenn du dich mal quasi hochziehen willst oder wenn du vielleicht auf die Schultern gehen willst oder vielleicht wenn du ganz tief Klimmzüge machen willst oder du hängst etwas höher und kannst die quasi an dich heranziehen, da kannst du ein bisschen Rücken trainieren. Also es gibt sehr viele Variationen, das ist da auch alles beschrieben, da ist eine kleine Anleitung bei. Diese ganzen kleinen Tools habe ich mir bei Amazon geholt, die waren günstig, die habe ich natürlich da reingepackt, aufgebaut und damit das Ganze natürlich noch angenehmer und schöner ist, habe ich mir einfach für unten, ich wollte da nicht einfach auf dem Rasen rumlaufen, habe ich ein paar Säcke Spielsand besorgt aus dem Baumarkt, da hat so ein Sack 2 Euro gekostet, dahin geknallt und wir sind fertig. Natürlich dürfen die Alu-Stühle nicht fehlen, ja, wenn wir hart trainiert haben, müssen wir es irgendwo hinschmeißen, nicht in den Sand, da kann man sich schön hinsetzen und so habe ich mir meine Oase, meine Landschaft geschaffen und ich wollte halt einfach damit bezwecken, wie einfach das ist, ja, wenn du eine Idee hast, du musst dir nicht allzu viel Gedanken machen, einen groben Plan, da kannst du schon loslegen. Ja? Man muss einfach die Relation dazu sehen, wenn man sich so eine Outdoor-Trainingsanlage bestellt, ja, für ein Fitnessstudio, wo mehrere Leute daran arbeiten, ganz klar, da würde ich auch die paar Tausend investieren, das soll ja auch für mehrere Personen sein, das soll ja auch stabil sein, aber für sich selber, was man ab und zu nutzt, ja, sich quasi einen eigenen Spielplatz baut, dann kann man das auch schnell mal schweißen. Jetzt ist aber ein wichtiger Punkt, du musst natürlich solche Dinge mit bedenken, dass man sich da nicht verletzt, ja, dass der Boden schön weich ist, dass wenn du runterknallst, ja, oder wenn du diese Stiefel nutzt, wo du diese Haken hast und hängst dich kopfüber, du musst natürlich mitdenken, was passiert, wenn du da runterknallst, ja, da sollst du alles bedenken, bevor du das baust, mach dir auch Gedanken, dass eventuell deine Kinder und andere Personen da dran gehen, dass sich keiner verletzt, dass keiner über ein Seil stolpert, dass keiner gegen eine Stange rennt, also das dürfen keine spitzen Sachen rausschauen und du musst natürlich auch vernünftig verschweißen, ja, wenn du dich da mit 100 Kilo hoch angelst, dass dir dann die Stange nicht abreißt und gegen den Kopf schlägt, ja? Das muss natürlich klar sein, das setzt man natürlich voraus, aber es war ein schönes Projekt und jetzt kommt, wie gesagt, zu den Kosten. Die Rohre haben ca. 250 Euro gekostet, das Zeug vom Amazon hat 100 Euro gekostet. Natürlich brauchst du ein Schweißgerät, du brauchst Schutzgas, mit Elektrode das Ganze machen, weiß ich nicht, mit WIG kann man es auch machen, wäre schöner, aber das wäre mir einfach zu kompliziert. Mit MAC bin ich halt schnell und fertig. Der Aufwand dafür, ich habe grob 2 Tage gebraucht, um das Grundgerüst aufzubauen. Einen Tag habe ich gebraucht, um das Ganze mit Lack einzunebeln und einen Vormittag haben wir gebraucht, um das Ganze aufzubauen. Das heißt, die Seile gespannt, Sand hingemacht, die zusätzlichen Tools angebracht und ja, wir sind fertig und können es dann jetzt jedes Mal austoben. Genau, was hältst du eigentlich von diesem Projekt? Findest du das cool? Willst du so einen Bauplan haben? Schreib jetzt einen Kommentar und ich male euch das auf. Meine lieben Schweißtechnik-Freunde, ich wünsche euch was. Bis dahin, ciao.